So, heute das ganz große, kleine CVV Double Feature. Moin. Leider vorweg, beide Messer werden nicht mehr hergestellt, sind dementsprechend schwierig zu bekommen. Das ist sehr, sehr schade, aber bevor du blindlings irgendwie in Drittverkäuferhandel reinstürzt oder in einem Tausch dir eins holst, dachte ich mir, stelle ich sie trotzdem mal vor, dass du wenigstens weißt, worauf du dich da einlässt. Cool? Cool. Die Rede ist natürlich von den CVV Appalachian Drifter 1 und dem Rustic Gent. Das Drifter ist meins, das habe ich ausgiebig benutzt und das Rustic Gent ist wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden von meinem Bruder. Weil er sich dachte, hey, wenn du über das Drifter schnacken willst, wäre das doch gar nicht mal so schlecht, wenn du auch das Rustic Gent hast, weil die sind sich doch sehr ähnlich. Also machen wir heute ein Double Feature. Zwei Messer, ein Video. Wahnsinn. Modernste Sache. Beide sind sich in Sachen Klingenform, Größe, Griffform eigentlich ziemlich gleich. Einzige Unterschiede liegen hier im Endeffekt bei verwendeten Materialien, Verriegelungsmechanismus und, sagen wir mal, Grundidee. Aber bevor ich hier wieder ins Lamentieren gerate, spare ich mir das für Tisch und Fazit. Also, legen wir los. Brei vorbei. Da haben wir die beiden. Ausgeliefert werden die zwei Hübschen einmal beim Drifter mit der typischen CVV-Zip-Tasche und bei beiden natürlich mit dem üblichen Batzen an Altpapier, Stickern für wilde Sachen und natürlich dem Mikrofasertuch. Das Rustic Gent kommt statt der Zip-Pouch mit einer solchen Leder-Slip-Pouch. Die ist sehr schick und hat einen Pocket-Clip. Das finde ich super, da das Messer selber natürlich sehr klassisch angehaucht ist und somit ein Messer ohne Clip. Gut, nun zu den Messern selber. So, kurz den Elefanten aus dem Raum verscheuchen. Ja, sie sind natürlich von den klassischen Pocket-Huntern wie dem Buck 110 inspiriert. So, aber womit fangen wir an? Ich würde sagen mit dem Rustic. Das ist natürlich das klassischere von den beiden und kommt mit einer schönen Clip-Point-Klinge daher. In diesem Fall mit schöner G10-Beschalung und Kohlefaserbolstern. Es ist natürlich ein satt verriegelnder Lockback-Folder mit traumhaft weicher Action. Und was mir sehr gut gefällt, einem Halbstopp. Der gibt dir beim Schließen ein schönes Stückchen Sicherheit zurück, so dass dir die Klinge nicht direkt auf die Patscher klatscht. Nachteil hierbei ist natürlich, durch die butterweiche Action und die ausgeprägte Hohlkehle lässt sich das Messer sehr, sehr einfach einhändig öffnen. Also 42A könnte da leicht problematisch werden. Gut, rüber zum Drifter. Das Drifter ist ein kleines bisschen dicker, aber dennoch leichter, da wir hier Vollmikata-Griffe haben und natürlich keine Rückenfeder. Denn bei dem Drifter handelt es sich natürlich um einen Double Detent Slip Joint. Sprich, ein einhändig zu öffnendes, nicht verriegelndes Messer. Die Action ist nicht ganz so weich, da natürlich beide Detents dauerhaft auf die Klinge Druck ausüben. Das können selbst die hier verbauten Kugellager nicht ändern. Zumal ich beide Detent-Federn noch ein wenig rausgebogen habe, da mir die In-Handle-Retention etwas zu schwach war. Ab Werk. Für den Einhand-Spielspaß haben wir hier natürlich die Hohlkehle für den Mittelfinger-Flick. Das funktioniert nach ein wenig Übung auch sehr gut. Und natürlich den Flipper. Der hat zusätzlich Jimping bekommen, das mir persönlich aber dann doch deutlich zu rau ist. Die Klinge hat bei diesem Messer zusätzlich noch einen Säure- und Stonewash-Finish abbekommen. Warum? Keine Ahnung, aber es ist da. Der Griff ist wie gesagt aus Mikata und ebenfalls sehr rau. Das hat sich aber relativ schnell eingespielt durch Nutzung. Zusätzlich bietet das Drifter einen schön designten Deep Carry Pocket Clip. Der ist aber natürlich wie immer nicht umsetzbar, also meh. Und beide Messer haben hinten im Backspacer eine solche Lanyard-Öse. Stahl? Nein, Stähle! Haben wir hier beim Rustic Gent den D2. Das übliche, wird schön scharf, hält die Schärfe gut, ist aber definitiv nicht rostfrei, sondern rostträge. Sprich, wenn man ihn nicht richtig behandelt, sprich nicht richtig reinigt oder ein bisschen Öl drauf gibt, kann er fleckig werden. Beim Drifter wiederum haben wir S35VN. Das ist ein Pulverstahl und eigentlich eher so in der, sagen wir mal, bei den Premium-Messern von den Chinesen öfter mal gesehen. Der ist ebenfalls sehr, sehr schnitthaltig, sehr, sehr fein zu schleifen und nimmt eine unglaublich gute Schärfe an. Und ist rostfrei. Schneidfreudig sind die beiden wie Sau.
Das kommt natürlich durch den Hohlschliff, den beide Messer aufweisen. Aber auch durch die dünne Materialstärke von 2,5 mm beim Drifter und 2,55 mm beim Gent. Wir sprechen hier von 0,35 mm beim Drifter und 0,45 mm beim Gent hinter der Phase. Ergonomisch betrachtet liegen beide natürlich gleich gut in der Hand. Alle vier meiner Patschefinger finden Platz und die klassische leicht geschwungene Griffform schmiegt sich wunderbar meinen Handflächen an. Das Rustic Gent hat poliertes, sprich glattes Gezehn, was sich wunderbar anfühlt, aber natürlich bei feuchten Händen ein wenig an Grip einbüßt. Das Drifter wiederum, wie bereits erwähnt, sehr, sehr raus Mikata. Das bietet Grip for Days, man. Okay, was war das? Keine Ahnung. Kleinigkeiten. Beim Rustic Gent ist mir aufgefallen, dass der Abschluss zwischen Backlock und Klinge echt nicht schön ist. Das kommt durch zwei Umstände. Erstens sind der Lockback und die Stahlplatinen perlgestrahlt und die Klinge nicht. Das gibt schon mal, ich sag mal, einen farblichen Unterschied. Und zusätzlich ist die Klinge leider bis hinten hin angefasst. Hätten sie die Phase erst ab der Hohlkehle angesetzt, wäre der Übergang viel, viel sauberer gewesen. Beim Drifter wiederum stört mich tatsächlich die Rauigkeit, insbesondere am Flipper, da der schon deutlich nach ein paar Mal Fummeln unangenehm wird. Und beim Mikata ist es zwar nach kurzer Zeit eigentlich gegeben, aber beim ersten Handling, weiß ich nicht, hatte so das Gefühl, als ob das Messer nicht angefasst werden wollte. Es hat sich angefühlt wie Sandpapier. Aber gut, es hat sich halt eingespielt und dann geht's eigentlich auch. Gut, und natürlich der nicht umsetzbare Clip ist mir wie immer ein Dorn im Auge. Weil wenn dann Clip, dann auch bitte für alle. Und wenn nicht, dann hit eben nicht. Ne? Gut. Gut, Fazit. Fangen wir wieder beim Geldbeutel an. Das Drifter lag bei ungefähr 99 Euro und das Rustic Gent bei 89 im Durchschnitt. Beim Drifter bekommt ihr einen Premium-Stahl und eine sehr, sehr moderne Interpretation eines Klassikers. Und das halt 42A-konform. Und beim Gent bekommt ihr natürlich eine eher klassische Interpretation mit sehr, sehr modernen Materialien, wie zum Beispiel Kohlefaser als Bolster anstatt von Messing oder Neusilber. Was mich hierbei leider immer gestört hat, war der D2. Beim Messer in der Preiskategorie und Verarbeitungsklasse hätte ich mir tatsächlich lieber einen 14C28N, ein 150-4, 154-CM oder ein N96 Böhler gewünscht. Sprich einen etwas gehobeneren Stahl und rostfrei insbesondere. Grundlegend sind beide Messer wirklich gut verarbeitet, wobei aber das Rustic Gent definitiv die Nase vorn hat in Sachen Optik, meiner Meinung nach. Es ist deutlich hübscher, es ist deutlich runder, es sieht einfach schöner aus. Das Appalachian Drifter kommt da eher ein bisschen rustikaler hinterher, ist ein bisschen das Arbeitsmesser, ne? Was ein bisschen seltsam ist, weil das andere den Namen Rustic trägt. Verstehe ich nicht. Zum Thema Double Detent möchte ich noch sagen, ich persönlich mag sie eigentlich ganz gerne. Aber hauptsächlich als Spielzeug. Was meine ich damit? Für mich ist grundlegend wichtig bei einem Double Detent Messer als allererstes Einhandöffnung. Sprich ein Flipper, ein Daumenpin, großes Daumenloch, irgend sowas muss da sein, damit es halt Spaß macht. Das aufzuflicken, zu schließen, aufzuflicken, zu schließen. Dafür ist für mich der Double Detent da. Weil wenn du einen Slipjoint willst, was du mit zwei Händen öffnest, dann nimmst du halt eine Feder, die auch wirklich schön satt verriegelt. Ein Double Detent in den meisten Fällen ist in der Sachen Verriegelung halt nicht gerade das Stärkste. Das macht man im Endeffekt darum, damit man damit halt echt den Spaß haben kann, das Ding schön hinzuflicken. Und dafür ist das super. Und das ist natürlich beim Drifter gegeben. Das Ding hat Spielfaktor bis, weit weg. Und nutzbar ist es natürlich auch. Nur weil die Verriegelung nicht die stärkste ist, bedeutet das nicht, dass man das Messer nicht benutzen kann. Das bedeutet nur, dass man vielleicht ein wenig mehr aufpassen sollte, wie man das Messer benutzt. Das sollte man bei Slipjoint-Messern im Allgemeinen, weil sie nun mal nicht verriegeln. Ganz wichtig, es gibt das Appalachian Drifter 2. Das hat abgesehen vom grundlegenden Pattern mal so gar nichts mit Drifter 1 zu tun. Im Gegenteil, es ist eher so eine Frankenstein-Konstruktion aus Drifter 1 und Rustic Gent. Die Klinge hat einen Frontflipper bekommen, statt den normalen Flipper. Die Griffe haben die G10-Kohlefaser-Gedöns-Sache vom Rustic Gent.
Das Messer an sich kommt aber mit einem Liner-Lock. Sprich, wir reden da von einem klassischen Einhandmesser, was du hierzulande nur mit anerkanntem Zweck, Arbeit, bla bla bla, mit dir führen darfst. Also es hat im Endeffekt vom Drifter eigentlich nichts mehr. Das Schöne beim Drifter war ja, es war ein Einhandmesser ohne Verriegelung. Das ist es nicht mehr, leider. Das ist sehr schade. Aber gut, was soll man machen? Die alten kaufen. Wenn man sie kriegt. Gut, ich glaube, das war jetzt ein recht langer Messermontag, oder? Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an den Bruder. Dafür, dass du hier immer dafür sorgst, dass ich genug Messer habe für Content. Und natürlich ganz besonders an dich. Dafür, dass du zugeschaut hast. In diesem Sinne bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen, außer wir beide, nächstes Video. Und ja, Auste. Müssen wir nochmal machen, nicht?